Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit dem Robert. Hallo. Jo, der Baum ist jetzt decayed. Und wir haben zwei Setzlinge rausgekriegt. Werden wir gleich nochmal einen pflanzen, damit wir noch Holz kriegen und Setzlinge. Holz vor der Hütte ist immer gut. Oh yeah. Außer man ist schon 80 Jahre lang auf dieser Welt, dann... Dann ist es nicht mehr toll. Das wirkt dann so schleifend. Das ist nicht gut. Sagst du auch zu den Vögeln, wenn die tief fliegen, gibt's Regen? Oh, ist jetzt schon wieder dieser dämische Labersee. Und wir hören Klavier. Gedudel. Oh, da bist du. Ein bisschen laut. Machen wir doch mal ein bisschen leiser. Vielleicht sollst du mal eine Playlist zusammenstellen. Na, da brauchst du auch GEMA-freie Musik. Ich glaube, die GEMA hat momentan so ein bisschen auf mich abgesehen. Man hat es ja gemerkt am Mafia-Let's Play, was ich anfangen wollte. Wo mir der GEMA einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hey, 4 Setzlinge. Cool. Und wieder 2 Lava. Ja, ich zeig dir was. Ich glaube, ich habe gerade den aufgehoben. Ja, ich glaube, ne? Ja, habe ich. Haben wir schon mal 5. Und es wird wieder dunkel. Alter, Holz wird den Wald zerstört. Also haben wir jetzt schon 6 von den Setzlingen, das ist super. Ich würde gerne mal die 9 Bäume finden. Ja, immer mit Ruhe, kommt Zeit, kommt Rat. Kommt nie. Aber man kann 4 Fichten auch zu, also 4 Fichtensetzlinge auch zu einer Riesenfichte verbinden, ne? Also dass da ein Riesenbaum draus wächst. Ach echt? Ne? Das probier ich dann gleich mal aus. Also das wird schon aussehen, wo die alle am Strand dort probieren damit. Die Setzlinge hier irgendwo auf Bäumen landen, die du nicht mehr findest. Kannst ja machen. Das kannst du ja machen, wenn die Setzlinge voll 10 überschreitet. Wir haben schon 8. Ja, jetzt komm heben, lass den platt sein. Wo, irgendwo hier hinten. Hey, wir haben den Weg gefunden. Waren doch zu viele Bäume, die ich gepflanzt habe, hä? Na, gute Nacht. Mann, Ruhe, ich will noch schlafen. Ruhestörung. Weiter geht's. Yay, ich bin wach. Schmeißen wir mal den Setzling hin. Hinter dir. Danke. Das probier ich jetzt mal aus, das will ich sehen. Jetzt bin ich gespannt. Wow, ist das Ding groß. Hä? Das ist ja mal übel. Oh, da durfte genug Setzlinge ausspucken, denke ich mal. Musst du sehen? So, wir haben Erde, da bauen wir uns mal ein Gerüst. Noch sind wir nicht so weit, noch die Hände kommen zu finden in der Lava. Oder was ist das gerade für ein Stein? Ich hasse diesen Namen. Ich kann es gerne mal sagen, Bruchstein ist scheiße. Mojang, ich weiß, ihr guckt das Let's Play schon von Anfang an, alle 5 Folgen. Ändert das wieder. Was, alle 5 Folgen? Na klar. Wir haben doch jetzt schon mehr Folgen. Ach Quatsch, das ist ein Gerücht. Achso. Das ist ein Gerücht, was ich heute nicht stellt. Also erzählen wir den Leuten jetzt ohne, dass wir erstmal vorproduzieren. Nö. Brauchen wir den nicht erzählen. Okay, Leute, wir produzieren nicht vor. Ey, wie kommt der Zombie ins Haus? Stirb! Stimmt so ein. Boah, ich lege mal Fackel am Boden hin, ey. Also, ich glaube, das rentiert sich definitiv, wenn wir 4 Setzlinge nehmen für so eine Riesenfichte. Wir müssen unbedingt mal in der Hölle los, wenn wir so für Decken, beleuchtet für Deckenfluter. Wie war das? Ich gerade aushaben, dann immer noch kurz nach rechts, dann komme ich direkt zu dem See. Es lohnt sich.
Wo muss ich vielleicht den ganzen Schüler rauskriegen aus dem Ding? Ich habe jetzt 4 Setzlinge. Hm. Darf der Lava sehen. Da kommt schon einer. 2? 3? 3 hängen schon am Boden. Mal gucken. Wir beobachten jetzt das Balzverhalten der Setzlinge. Ich wäre bei den Lava wieder. Ich wäre jetzt beinahe in die Lava gerannt. Weil ich auf Smokers Bildschirm geguckt habe. Das wäre ein Fail. Ja. Also einen muss ich jetzt noch rauskriegen. Wird schön. Dann habe ich die Summe wieder drin und dann mal gucken. Es sind noch so viele Blätter da. Und das Lutschio. Okay, den einen habe ich jetzt gekriegt. Das Lutschio fürs Holz. Das ist ja bestimmt weit mehr Holz als bei so einem normalen Böhm. Ja, definitiv. Habe jetzt einen 64er Stack und einen 9er. Ich finde das immer praktisch. Ich finde das immer gut, wenn man mit verschiedenen Holzen arbeitet. Das sieht jetzt langweilig aus. Du kannst ja mal, wenn du Zeit und lustig bist, ja zwei der Türen austauschen, damit, also eine der Tür austauschen gegen zwei Fischnolster damit. Das könnte man tun, das ist wahr. Damit du dich nicht mehr verläufst. Ich ernte mal. Nee, ich ernte nicht. Muss erstmal Zeug ablagen. Ablegen. So, ich muss noch einmal zum Lavasee und dann. Rohes Hammelfleisch haben wir noch. Ah, wir haben ja noch gebratenes. Ne, ich hab kurz ein bisschen was. Ich beiße erstmal ins Schwein rein. Kannst du mal die beiden Töne zum Wald austauschen durch Fischnolz? Dunkle Tür und eine dunkle Höhle. Ich muss Moment, also man ist KD zu. Soll doch sein. Mach hinne. Mal gucken, ob es das irgendwann mit. Also, wir haben jetzt definitiv mehr rausgekriegt. Ist doch gut, auf jeden Fall als Holz lohnt sich, fürs Holz lohnt sich das gleich noch. Also, es lohnt sich, die großen Bäume zu machen. Wir sollten vielleicht mal Dschungel nehmen, das ist ja praktisch. Dschungelbäume. Oh gut, also. So, ich brauche noch einen Lava-Eimer. Wo ist die Treppe, die ich gerade, kleine, diese Möchtegern-Treppe, die ich gerade gebaut habe? Da die. Mal Weizen. Ey, es super, läuft. Super, das sind aber auch nur 6 Brot. Ja, aber wir haben ja dann auch genug, um die Tiere zu zischen. 7. 6 mal 3 war der. 6 mal 3 sind aber 18. 16 Setzlinge. Digga. Ist auf jeden Fall viel Brot, wenig Brot. Ich schlecht in Mathe. Warte, schlecht geschlafen. Schieb's einfach mal darauf. Jetzt kommen die Ausreden. Wir wissen doch alle, 2 plus 2 ist Fisch. Nicht Tisch? Nee, Fisch. Oh. Deswegen hast du deine Prüfung verloren, oder was? Mindestens. Was verkackt? Alter, shit! Viel Spaß. Das ist böse. So, wo hab ich den See? Da kommst du doch gar nicht ran. Ja, viel Spaß. Also, du hast zwar gesagt, da kommen große Bäume her, aber dass die so groß werden. Ja, Dschungelbaum. Die werden so groß wie Dschungelbäume. Also, das Ding ist. Das ist ja heftig. Dschungelbaumniveau, würde ich sagen. Jo. Okay, müssen wir uns versuchen, eine Treppe hochzuschlagen. Oh, ich darf jetzt. Ich muss das was noch wegmachen. Ich muss jetzt mal den Traumbaum, wo ich den Trichter anfertigen will. Ich muss mal den Trichter reinbauen. Also wie weit hoch geht denn das noch? Wie war das? Hier kommt ja Wasser rein.
Turm sieht jetzt bestimmt merkwürdig aus von unten. Ja, ich kann gerade nicht gucken, ich bin gerade bei meiner Versuchung des Häckslers. In der Axt gibt auch kleinen Geist auf. Und ich bin noch nie oben. Viel Spaß, ja. Kaputt. Viel Spaß beim Verkloppen. Ach, von hier unten könnte man dazu gucken. Hier stört bestimmt alles. Wir dürfen ja theoretisch keine Skelette hinkommen. Hier tropft man so Lava von oben. Das ist ein bisschen. Alter, ist das hoch. Das ist höher als unsere Bude. XXL Fischen, würde ich sagen. Das ist heftig. Ich laufe jetzt mal runter. Lebt denn der alte Holzmischel noch? Nein, der ist tot. Der ist abgestürzt von der Fichte. Auch ein bisschen Glas. Alter! Ey, der Baum sieht merkwürdig aus. Die Treppe, die ich hier reingeschlagen habe. Okay. Nee, ich gehe lieber noch jetzt tief um die Stirn, das Getreppe von der Lava. Erstmal Lachs bauen. Lachs? Bist du jetzt unter die Franzosen gegangen? Natürlich. Die haben doch alle so viele Kipp. Die gucken bestimmt auf Franzosen zu. Ja, jetzt sind wir doch bei Klischees. Franzosen, Froschesser, immer mit einem Akzent, immer Baskenmütze. Das ist wahr, die Baskenmütze. Und natürlich die Schnauze, den gebundenen. Haben wir kein Eisen? Hab ich das schon wieder mit? Ich bin so blöd. Ich bin so dran gewöhnt, alleine zu spielen, dass ich... Du bist nie alleine. Fünf Stück brauchst du aber noch für den... Kannst du mir gleich mal bauen? Du hast ja vorhin das Rezept gesehen. Jo. Ja, hier dürfen wir sehen, wie die zerhäckselt werden. Alter, haben wir echt nur noch so wenig Eisen? Heftig. Dann müssen wir definitiv bald noch mal eine Höhlentour machen. Hä? Nee. Jetzt, nee, oben. Die beiden, die gerade. Ah, ein Trichter. So, jetzt wisst ihr, wie das geht. Diese Folge, wisst ihr, wie ein Trichter geht. Jetzt haben wir nur noch 4 Eisen. Also, das nicht schon jeder wissen, wie das funktioniert. Oh, es wird dunkel. Schön für dich. Ich will den Trichter noch schneller. Der ist in der Truhe. Also dann. Ich brauche eh noch 2 Truhen, also damit wir das Zeug überhaupt nicht einlagern können. Ich muss mal gucken, ich muss noch irgendwie so einen Auffangraum bauen, ordentlichen. Ich glaube, beobachten müssen wir die ja nie unbedingt, wir müssen ja einfach nur. Oder ja, beobachten wäre schon ganz geil. Ja, schon, aber muss. Wo ist er, der Trichter? Da sind Kürbisse. Oh. Nee, ich will jetzt nicht pennen, oder? Sondern das habe ich mich also gerade in dein Bett gelegt. Ich werde in mein Bett wieder spawnen, weil ich mal wieder in die Lava renne. Was definitiv passieren wird. Na, irgendwann auf jeden Fall, bei so vielen Folgen, wie wir planen. Au! 12. Dann ist Schluss. Fangen wir eine neue Welt an. Da ist eine Spinne zu dir, oder? Oder das war das? Ich hab doch irgendwas leuchten, da wollte ich... Ach nein, das war das brennende Feld. Au! Hier Tür wieder zu machen, ich vergesse mal Tür wieder zu machen. Muss da noch hin. Kommst du jetzt schlafen, Schatz? Natürlich. Komm schon, die dumme Nuss. Ab mit dir ins Bett. Ich komm, du Wachtel. Ab jetzt schlafen! Du sollst schlafen! Es ist schon spät, guckst du mal auf die Uhr. 3 Haare vor Leberfleck. Oder kurz vor Nackigkeit sagen, ausziehen. Ah, ich bin ja schon nackig. ja. Ich bleib mal kurz drin, hier steht irgendwo kalt hier bei mir. Dort hinten brennt was.
Calcium. Wo war das? Zombie, glaube ich. Da stimmt auch noch einer. Hey, Kollege. Der ist böse, der knurrt mich an. Oh. Deswegen knurrt er? Ich habe auch einen hier. Ist das der Morgen? Der traut sich nicht aus dem Wasser, der ist blöd. Der hat gerade in der Lava zeigt den Kunden schon. Das wär's natürlich jetzt. Oh, Zombie ist dort. Okay, wir haben jetzt 18 Fichtenholzsetzlinge. Fichtensetzlinge. Naja. Bei Überlänge. Oh, wie lange denn schon? Oh, eine Minute. Ach so, das ist noch im Rahmen. Dann okay, Leute, das war's dann schon wieder mit dieser Folge von Minecraft. Wir haben jetzt zwar noch nicht viel gerissen, aber dafür haben wir wieder genug Material. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.